Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Ja, ja, und hier ist nochmal Gravel, das tun wir. Nehmen wir mit, stecken wir in, gib her. Gib dos Gravelos. So, hier, zack, hier nochmal und da und mit dem Stock auch nochmal. Aber auch mit dem Finger. Ey. Huch. Und da haben wir uns die Ausdauer leer gebuddelt. Ist da stundenlang prügeln wir aufs Eisen ein, ohne dass unsere Ausdauer irgendwas passiert. Dann sind 5 Gravel weggebuddelt. Völlig erschöpft. Da oben scheint irgendwer auf irgendwas Sandiges einzuprügeln. Zack, da sind sie alle weg. Die 30 Dinger. Na gut. Dann können wir hier weiter uns ums Eisen kümmern. Weil das mit dem Ausdauer beim Wegbuddeln, das finde ich nicht so schön. Dann prügle ich lieber weiter Eisen. Brauchen wir auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Gravel. Und Gravel geht ja auch schnell dann. Also das... Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, wenn wir mal überlegen. Wir haben mit einem Gravel... Gut, das Gravel geht halt schneller, ne? Wegzukloppen als die Steine. Also ich habe jetzt überlegt, ob wir lieber Steine kloppen. Da kommen wir dann 2 Gravel raus. Dann sparen wir uns halt dieses Ausdauer ist immer tot die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Gravel einfach auch schneller abgebaut als der Stein. Und darauf wollte ich hinaus. Und das Potassium haben wir wieder abkassiert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist denn hier? So, und nochmal Eisen. Oh, gleich ist 4 Uhr. Können wir wieder hochgehen und Dinge weiter tun. Ich glaube, wir müssen auch nochmal die Forge anschmeißen, eisenmäßig. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? 40, nicht verkehrt. Kommt, das hier machen wir noch und dann gehen wir hoch. Ist ja ein Stückchen Weg, ehe wir oben sind. Hat es. Oh, da oben ist auch nochmal. Da. Krass. Die Höhle ist gar nicht verkehrt. Warte mal. Achso, nee, hier hatten wir uns reingeprügelt. Oh, guck mal, ein 2. Gang. Ist ja ein Toter. Sagt aber auch nichts, liegt hier die ganze Zeit rum. Blaue Magnum Parts. Sehr nett. Cooler Typ. Also anscheinend nicht, sonst wäre er nicht tot. Wenn er nicht, also wenn er so cool wäre wie wir, wäre er nicht tot. Weil wir sind ja nicht tot. Nur 10-mal gestorben, ich bitte euch. Das ist doch nix. Gott, wie ich mich schäme, ne, für diesen Spielstand. 10-mal sterben, ey. Heide, ey. Das mir. Dem Profi 7 Days to Die Finn von der Welt. Echt jetzt. Muss ich ja mal... Prangere das an. Was ist denn da oben los? Oh, Bärenkampf. Dann haben wir auf dem Weg nach oben unsere Ausdauer wieder leer gesprintet. Schön. Na, los. Oh, der hat uns entdeckt. Muss denn diese Zickzack-Gelauf immer sein? Warte, nicht runterfallen. Bleib mal hier. Scrablet brauchen wir eigentlich auch nicht, aber gut, machen wir. Kommen wir jetzt hier etwa gerade hoch zur Wanderhorde oder was? Ah. Ja, kommen wir. Aber wir sind mit den Bären beschäftigt. Sag einmal, beziehungsweise andersrum, der Bär ist mit denen beschäftigt. Los, Bär, du schaffst es. Wir gucken erstmal zu und sind dann der lachende Dritte. Wie der Bär sie alle fertig gemacht hat, ne? Und dann kommen wir und pistolen ihn einfach ab. Voll gemein. Fett nehmen wir mit. Der Bär, habe ich auch schon mehr. Ja, alles gut. 3-mal Fleisch, 7 Leder. Sehr, sehr gut. Very, very gut. Unten. Ach da, ein Kriecher. Hat ihn. Nattet. Bullet Casings finden wir gut. Ducktail brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Bin immer noch nicht sicher. Aber lassen wir mal liegen. So, kennen wir nichts. So, Bullet Casings. Kommen hier oben rein. Haben wir für hier was? Hätten wir. Hier, die Steine kommen da rein erstmal. So, können wir auch mal uns drum kümmern. Das Blei kommt hier auch rein. So, und hier Magnum Parts in Blau. Sehr, sehr gut. Very, very good. Achso, ja.
Oh, das sind ein paar. Sehr, sehr gut. Dann legen wir hier noch ein bisschen drauf. Wir hatten in der Kramkiste hatten wir noch Couchteile. Rinder. Muss ich hier nicht mein gutes Holz immer verfeuern? Zack, alle dreien. 9 Minuten tut's erstmal, würde ich behaupten. Würde ich behaupten. Und dann habe ich gesehen, dass unsere Dings bald zur Neige gehen. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Machen wir das hier einfach. Steel Ingot brauchen wir so bald nicht. Wo? Guck mal, 5 Blei haben wir. Das tut's doch. Oh. Zack, zack. Müssen wir uns bald mal wieder kümmern gehen. Müssen wir uns bald wieder kümmern. Um Holz. So. Bärenfleisch und Fett kommt hier rein. Animal Hide hätten wir. Habe ich hier schon was drin? Nein. Ich wundere mich gerade, dass ich so wenig Kaffee habe. Aber ich glaube, den habe ich drüben gelassen. Alles gut. So. So. Ach. Das wollte ich. Ich wollte eigentlich oben noch die. Ich wollte mich jetzt hier gerade schön besaufen. Und dann oben die Dings drin lassen. Die leeren Gläser. Weil die immer mit mir rumzuschleppen, finde ich nicht so cool. Nicht so cool. Wenn ich ehrlich bin. Goodie, das ist vernünftig, das ist auch vernünftig, das kann hier mal ein bisschen ordentlicher. Wo kommen denn die Stöcker her? So, machen wir noch 72 Concrete Mix, Wunderbärchen. So, was wollten wir jetzt machen? Wollten wir weiterbauen schon direkt oder wollten wir erst noch was anderes machen? Ich glaube, wir bauen einfach schon mal weiter. So, Holzfällen müssen wir auch wieder gehen. Holzfällen müssen wir auch wieder gehen. Achso, wir haben gleich aufgebuddelt hier. Stimmt ja. Sehr gut. Guck mal. Zack, 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 zack. Doppelzack, Trippelzack und Quadrippelzack. Ich muss aufpassen mit meinem Gezacke. So, dann brauchen wir die hier nicht mehr dringend. Ah, ich wollte noch derweilen. Machen wir erstmal die Hälfte, ne? Ja, das war so, wollen wir das ungefähr. Habe ich da eine Lücke gelassen? Könnte ja nicht sein. Leute, es schläft, es schläft. Ja, 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 ja. Und dann schütten wir gleich unsere erste... Den Grundstock unserer Mauer schütten wir gleich voll mit Gravel, mit Concrete meine ich natürlich. Ja, ja, das wird schön, das wird schön, das wird schön. Das nervt mich hier, deswegen mache ich es weg. So, dann, oh, hoffentlich haben wir genug Holz noch. Oh, das ist aber viel. Das nervt mich auch, diese Schniepel immer. So, mal daneben, so. So, hier. Wir laufen einfach rückwärts gehen mit gedrückter rechter Maustaste hier lang und warten, bis das Holz leer ist. Warte mal, 4 pro Dings, das geht wahrscheinlich ziemlich zügig leer dann. Oh, wir hatten 160, das könnte sogar sich ausgehen. Zack, da ist leer. Alter Schwede, Roni! Dauert noch eine halbe Minute, sagst du? So viel Zeit habe ich nicht. Wir brauchen hier. Stehen wir herum und warten, ey. Ist auch nicht so viel, sind gerade mal 12. Muss nur Holz fällen gehen. Machst du wie Woodchop, Ego? So. Oh, Holzfällen ist, bin ich nicht mehr so ein großer Fan von. Ihr wisst, was die letzten Male beim Holzfällen passiert ist. Aber hier, guck mal. Unser selbst angelegter Wald direkt vor der Tür. Herrlich. Herrlich. Oh, guck mal. Unser Garten. Auch schon. Kartoffel ist fertig. Wo ist denn der Mais? Hier. Der kann noch einen Tag. Haben wir noch Platz für noch mehr Kartoffeln? Nee. Doch, hier können wir noch... Ach, guck mal, der hat überlebt hier in der Kimme. Dann lassen wir das mal. Dann bauen wir hier nichts mehr rein. In der Hoffnung, dass die Blueberry dann sich auswächst, die wir da falsch gelegt haben. Timber! Ja, ja, ich weiß. Aber ihr wisst, was ist, was passiert, wenn ich nicht Timber sage. Nun sterbe ich wieder. Timber. Oh, ist ja sogar schön animiert gemacht. So.
So, jetzt habe ich es gesagt, einfach ohne es euch zu sagen. Einfach nur für mich. Habe ich jetzt getimbert. Timber! Ich finde das Wort einfach auch schön. Findet ihr das nicht schön? Timber? Warum, wenn man das so schön rufen kann? Timber! War jetzt falsch, weil gar kein Baum gefallen ist. Aber es geht ums Prinzip. Wisst, was ich meine. Rums. Das ist total schön gemacht, wie die Bäume jetzt umfallen, finde ich. Hat sehr viel Stil. Der Holzfäller-Simulator 2015. Von den Fun Pimps. Das ist dann genau das gleiche, nur ohne Bauen und ohne Zombies. Ja, man kauft sich die Äxte und dann fällt man ihr Holz. Und von dem Holz kann man sich bessere Äxte kaufen. Und nachher, ganz am Ende, kann man dann sich eine Kettensäge kaufen. Und dann hat man das Spiel gewonnen. Das macht man online. 10 gegen 10 immer. Oder, nee, Free for All. 8 Leute. 8 Mann, Free for All. Wer als erstes die Kettensäge hat, der kann dann die anderen umbringen. So, dann machen wir mal hier hemmungslos. Machen wir jetzt hier alles erstmal zu Planks. Ordentlich Planking machen wieder. Habt ihr schon mal geplankingt? Also ich habe nicht geplankingt. Ich habe mir da wohl gerne mal ein paar Bilder angeguckt. Sieht wohl mal witzig aus, aber da selber mitzumachen ist nie so mein Ding. So, das war's schon. Wollen wir den Tee schon mal absammeln? Wir machen das schon mal hier. Sammeln hier den Tee schon mal. Dann haben wir ein bisschen Tee. Und aus der Kartoffel machen wir direkt nochmal... Hör mal auf mit dem Scheiß. Machen wir nochmal... Ja, komm. Mach 8 Samen draus und dann wichtiger als Tee gerade. Ihr dürft auch bei der ganzen Sache immer nicht vergessen, Leute. Wir wohnen hier 2 Meter von der Wüste entfernt. Wir können auch immer noch Yuccas sammeln gehen. Och, come on. So. Jetzt können wir hier... Na, komm. Ach, das tut's doch. Da können wir hier schön 2... Zack. 2 Blümchen auseinandernehmen und neuen Tee pflanzen. So. Ist das nicht schön? Achso, hier wollte ich nicht hinpflanzen. Wegen der Blueberries. So, schmeißen wir restlichen Teesamen dahin. Da wollte ich auch nochmal hingucken, ob man da noch... Na egal. Was wollten wir noch machen? Wir wollten das Holz weiter kaputtisieren. Aber erstmal schon mal das Holz benutzen, was wir bereits besitzen. Wo geht's los? Hier. So, da sind wir rum. Nice. Und dann können wir hier unseren Concrete da reinschütten. Warum? So. Dauert ein bisschen länger als das Aufwerten, das Schütten. Bin da gerade einfach rückwärts drückend. Und dann hat er, seht ihr, da ist wieder die Lücke. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eine ganz eigene Kunst. Muss man auch aufpassen wegen Lufteinschlüssen und so beim Gießen. Weil die zerstören natürlich nachher die strukturelle Integrität des Betons. Und dann kommt da so ein Zombie, schlägt da drauf ein und da ist ein Lufteinschluss dahinter. Und macht und dann bricht das ganze Ding zusammen hier in die Ecke. Purzelt dann runter. Das wollen wir natürlich nicht. Weil dann hätten wir auch lieber aus Holz bauen können. Da haben wir keine Probleme mit Lufteinschlüssen. Eieieiei, da werden wir noch viel Zeug brauchen. Das ist eine große, große Mauer. Können wir direkt auch schon mal noch mal ein bisschen Gravel, wie heißt es denn? Zement in die Forge schmeißen. Ganz schön laut wieder das Gießen, ne? Wie früher. Es strömt in Gießen. Aha. Weil Gießen doch eine Stadt ist. Man sagt doch eigentlich, wenn es ganz doll regnet, es gießt in Strömen. Und dann kann man aber auch sagen, es strömt in Gießen. Das ist eine ganz schön krasse Mauer, Leute. Kommt hier wieder nicht hoch. Was ist denn hier los in letzter Zeit? Wer läuft da? An meinem Haus? Sag mal. Freundchen. Läuft der in meinen frisch gegossenen Beton rein? Jetzt habe ich da wieder einen Fußabdruck drin. Mano. Spacko, ey.
du auch, dicker Mann. Lammration. So, und du, dicker Mann, kriegst jetzt hier... Oh, ich hätte gedacht, den kriegen wir mit einer platt. Penner. Nicht mal Taschenlampen. Guck mal, Mais. Ah, oh, hätten wir mal doch. Hm, na egal. It doesn't matter. Hm, was sagt denn unsere Baumwollplantage? Ist auch noch nicht so weit. Oh, ist wieder ein Rehchen. Ist das Kohle da? Ist das doch glatte Kohle direkt in der Nähe von zu Hause? An der Oberfläche? Wunderschön. Genau das, was wir brauchen, Leute. Awesome. Das finden wir extrem gut, weil dann können wir noch ein bisschen Potassium sammeln und dann können wir wieder Schießpulver machen, wie die Bescheuerten, und dann können wir rumballern, wie die Rednecks. Ja, ja. Ja, ja. Herrlich, da ist die Ausdauer leer. Finde ich aber nicht so gut. Oh, unser Antibiotics-Buff ist auch weg. Können wir jetzt nehmen. Zack, gibt Wellness, genau. Und wir haben noch 7 zu Hause. Das ist schon... Oh, nochmal Wellness für Bacon Eggs. Sehr, sehr gut. Mal nochmal. Yes. Sind wir wieder bei 68. Kommt, Leute. Wenn wir jetzt ein bisschen aufpassen, so langsam mal. Wir gucken mal, was hier... Guck mal, ist hier Gravel oben drauf. Achso, ist wieder so ein Weg, ne? Waren wir in die Richtung überhaupt schon? Ich bin manchmal so ein bisschen, muss man auch mal ein bisschen erkunden wieder, weil die ganze Zeit nur buddeln und bauen. Außerdem ist ja eh jetzt, muss es noch hart werden da unten und... Guck mal, da hinten sind noch Bäume, hier ist ein Zeltlager. Kennen wir das Zeltlager schon? Kennen wir schon. Da rechts geht auch nochmal der Weg lang. Können wir auch nochmal lang gucken gehen. Guck mal, da ist große Straße. Im Süden, da waren wir schon. Ach, das ist die kaputte Stadt. Ja. Zerstörte, wo... Oh, wir müssen ja auch noch... wo müssen wir denn? Irgendwo war doch... Bin ich durcheinander. Huch, das war nix. Wir hatten doch auch noch irgendwo... Müsste doch inzwischen auch gerespawnt sein, Buchladen, ne? Ist alles immer so weit weg. Na, seht ihr, wusste ich doch, dass man die mit einem Schuss tot kriegt. Muss ich nur ein bisschen Mühe geben. Oh, und ich laber und laber und laber. Dabei müssen wir doch hier Short Iron Pipes produzieren. Junge Frau, guten Tag. Hab an der Stimme erkannt, dass es eine Frau ist. Ja. So, leere Dose. Brauchen wir noch eine? Nö, brauchen wir nicht. Lass mal die. Komm. Zur Not haben wir noch Dosenfutter. Rawr. Hab ich da einen Bär gehört? Stoff nehmen wir mal mit. Oh, Zeltlager, Stoff, natürlich, Leute. Wir gehen da hin. Weil wir müssen doch Dinger wieder produzieren. Wie heißen sie denn? Repair Kits. Stimmt. Da ist so Zeltlager perfekt. Hihihi. Weil ich der Klugste bin. Weil wir so schön sind, so schlau sind, so rank und schlank. Also ich zumindest. Ihr seht ja hier nur... Ihr labt euch ja hier nur an meinen Fehlern. So, das ist alles Schmu. Aber das nehmen wir trotzdem mit. Komm, dann gib's einmal hier mit. Dann können wir das hier... Das ist wieder ein Bär. Hallo. Bratz. Das ist alles Kacke. Wir brauchen alles nicht. Die Dose nehmen wir mit. Man weiß nie, wann man die mal brauchen kann. Coole, leere Dose. Gib her. Kochtopf, gib her. Dann verscrappen wir das alles schön hier. So, zack. Scrappy, Teppi, alles was scrappt. So. Haben wir hier noch Müll. Öl. Sehr gut. Glue brauchen wir nicht. Die Leute interessieren sich auch nicht für uns. Ich möchte den Bären gerne... Achso, die können erstmal machen da hinten. Wir reißen hier derweil mal das Zelt ab. Da fällt uns auch schon alles um die Ohren. Und gibt eine Menge Stoff zum Einsammeln. So, sind hier aber noch Sachen eingesammelt, die wir hier hingelegt haben, die wir gar nicht haben wollten. Seht ihr? Gehen wir lieber zu dem anderen Zelt erstmal. Mach das hier kaputt. Na, mach schon. Purzel, purzel, purzel. Gib her den Stoff.
Zack, ist das Dach schon mit runtergekommen? Jo, brauchen wir uns hier keine Sorgen machen, dass wir hier uns vom Zeltdach erschlagen lassen. So. Diesen Zelt haben wir es mal gezeigt. Zeig mal, wie viel Stoff wir haben. 64, sehr, sehr gut. Oh, Zombie-Mann. Huch. Da habe ich sehr voreilig geschossen. Das sind viele Schritte. Wo ist denn der Bär jetzt hin? Ich höre ihn sehr dicht, wahrscheinlich direkt hinter der Kuppe und dreht sich dann zu uns um und schlägt uns tot. Siehst du? Hörst du mal auf, den Bären zu töten? Das ist nämlich mein Job. Search Animal Bear. Gib ihm her. 3 Miet ist nicht so viel. Nehmen wir direkt nur den Hirsch mit dir. Wo bist du? Herr Hirsch? Warst du gerade noch hier? Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da. Huch, dreht er sich einfach. Jetzt dreht er sich nicht mehr, der Hirsch. Dafür verschwindet er wieder. Zauberhirsch. Wie Zaubertinte. Nur mit Hirsch. Ich habe doch hier gerade noch einen Bären gesehen. Wo bist du? Wo ist er denn? Da. Die fressen aber echt anständig, Muni, ey. Aber ist egal. Ich glaube, dafür lohnen die sich auch sehr. Guck mal wieder. Jetzt haben wir schön viel. Jetzt können wir schön viel dingsen. Ich glaube, jetzt reicht es sogar nochmal für noch 3 Forges. Dann haben wir 6 und das ist erstmal gut. Dann haben wir erstmal ausgesorgt. Forge-UL. Müssen wir da nicht mal rumspasten. Ist das überhaupt richtig hier? Ja. Ja, ist richtig. Sind wir ganz schön abgeschworfen, wa? Ganz schön vom Weg abgekommen. Oh, hoffentlich waren wir nicht zu weit weg, dass unsere Forge nicht mehr weitergemacht hat. Ups, hallo. Warum ruckelt's denn jetzt, wo ich hier kämpfen muss? Alter! Sag mal, muss ich 9-mal schießen, um den zu töten gerade. Unfassbar. Ist hier nochmal ein Minenloch oder ist das wieder nur ein Tümpel? Tümpel. Wir können auch einfach den Weg dann wegprügeln, wenn wir Gravel brauchen noch. Nicht so die schlechteste Idee, ne? Die Kriecher hier. Oh, come on. Ganz schön was los gerade hier auf den Straßen. Noch eine? Alter. Ganz schön was los, sage ich euch. Da ist unser Maisfeld. Wir haben schön viel Stoff. Gefällt mir auch gut. Wir haben nochmal Öl gefunden. Gefällt mir extrem gut. Voll gut. Voll der schöne Ausflug. Hat sich sehr gelohnt. Zack. Und seht da jetzt mich wieder. Nein! 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 Leute. Oh Gott. Wir haben über 30 Eisenbahnen gehabt. Aus denen haben wir Forged Metal gemacht. Und als wir aus diesem Forged Metal Dinger machen wollten, haben wir das Gepäck vorgepackt und jetzt liegen die irgendwo unterwegs wieder. Ach Mann, ey. Manchmal bin ich doch einfach selten. Warum denke ich denn an sowas nicht? Ach. Kann ich mich schon wieder aufregen über mich selbst. So schlimm. Richtig viel Eisen einfach in den Äther geblasen jetzt. Mann. So ein Scheiß aber auch. Haben wir jetzt noch große Steine? Haben wir aber nicht genug. Machen wir morgen. Also ja, genau. Wenn wir aus der Mine wiederkommen, dann haben wir wieder genug Steine. Ach, Leute. Mann, ich bin ein Typ, ey. Es ist nicht zu fassen. Nicht. Geht auf keine Kur. Was mich. Also. Unfassbar. Unglaublich. So, gib mal das Öl hier alle der. Ey, ich bin. Also, jetzt könnte ich aber. Ist hier gerade.
Sachen, die mich doch ein bisschen arg über mich aufregen. Das war viel Eisen. Und zwar nicht, oh, ganz schön viel Eisen, sondern richtig viel Eisen. Oh Mann. Was wollte ich denn jetzt an der Kiste? Irgendwas wollte ich hier an der Kiste gucken. Achso, wenn wir noch Potassium drin haben. Haben wir nicht. Müssen wir noch mehr Potassium holen. Dann kann hier die blaue Iron Pickaxe, kann hier auch in die Kramkiste. Das Leder kann da rein. Haben wir noch einen Stuhl? Noch einen Stuhl. Komm, gib den mal her hier. Verbrenn den mal. Was haben wir hier gemacht? Oh yeah, Bullet Tips. Sehr gut. So, ist fertig. Zack. Diesmal gucke ich zu, da geht mir keiner verloren. Geht mir keiner flöten, ey. Machen wir ein paar Metal-Strips. Brauchen wir erstens für die Repair-Kits und zweitens zum dann die anderen Sachen noch reparieren. So, Teechen wollte ich hier reinlegen. Ach, guck mal hier mal die Dings. Wollen wir nochmal? Guck mal, 9 und 16 würde sich ausgehen. Machen wir mal. Machen wir mal. Dann haben wir wieder einen ganzen Stack Tee. Ich sag euch nee, nee, nee. Da trinke ich doch lieber Tee. So, schon mal anschmeißen. Zack. Zack, 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 zack. Hat es. Läuft. Läuft bei uns. So, was machen unsere Metal-Strips? Läuft. Repair Kits. Zack. 51 Stück. Was ist da der begrenzende Faktor? Das Öl. Sehr gut. Wo sind unsere Repair Kits? Wir haben gar keine dabei. Haben wir die alle aufgebraucht oder haben wir die hier drin liegen? Wir hatten die alle aufgebraucht. Wurde aber richtig Zeit jetzt. Und keine Stoff hier in die Kramkiste. Das brauchen wir noch zum Dingsbumsen. Ach, seht ihr, wollte ich auch noch machen. Hier, Destroyed Stone. Können wir dann in die Gravel-Form reinwerfen. 1 Minute 36. Zack, zack. Und nun, nö, passt. Sehr gut. So, wollten wir hier noch irgendwas machen akut? Nö, ich glaube nicht. Da, hier können wir nochmal drauf schmeißen. Wartet mal. Jedes Ding hier macht 10 Sekunden. Das sind 80 Sekunden auf 8 Stück. Und das sind 2 Minuten 8. Das sind weit mehr als 80 Sekunden, Leute. Da, das, also früher war das doch so, dass das, dass sich das zeitlich ausgegangen ist. Also ein Woodframe hat genauso lange gebrannt wie 8 Woodplanks. Und jetzt lohnt sich das total, Woodframes draus zu machen aus den Planks. Wenn ich mich nicht arg täusche, warte mal. Einer brennt 10 Sekunden. 8 sind 80 Sekunden. Das ist 1 Minute und 20. Und das sind 2 Minuten 8. Ich bitte euch. Wood. Frame. Mach mal ordentlich Woodframes hier. So. Bisschen Holz brauchen wir noch zum Aufwerten und so. Zack, alle drin da. Das lohnt. Sehr, sehr gut. So. 8. Huch, die stacken nur auf 50, die Repair-Kits. Macht ja nix. Dann Repair-Kits kommen hier in der Mitte. Legen wir die Hälfte weg. So, haben wir wieder ein paar übrig. Müssen wir auch wieder, brauchen wir wieder Öl. Weil, ging gar nicht so langsam weg, die Repair-Kits hier bei uns. Gut, dann trinken wir noch einen Schluck. Gluck, 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 gluck. Gluck, gluck, gluck. Wir trinken einen Schluck. Gluck, gluck, glucki, glucki. Das war der zweite Schlucki. Warum? Achso, nur 0,1. Oh. Wie viel hat der Tee gemacht? 0,2 oder 0,5? Ich hoffe, 0,5. Es war 0,2. Also trinken lohnt sich fast gar nicht mehr. Venezuela. sondern man muss die guten Sachen essen. Ja, und das machen wir auch. Aber erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.